Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, den Anfang unserer heutigen Folge macht wieder eine gute Nachricht. Der vor einer Woche vorgestellte Terrier, im Tierheim Erich genannt, ist von seinem Herrchen wieder nach Hause geholt worden. Der Hund stammt aus dem Wartburgkreis und war in Hainer gefunden worden, hatte also eine ganz schöne Wanderung hinter sich. Nun wird sicher sein Chip im Tierregister eingetragen. Falls er wieder einmal auf Wanderschaft geht, ist dann leicht zu erkennen, wohin er gehört. Heute wird Struppi vorgestellt, ein schöner Mischlingsrüde von ungefähr 6 Jahren. Struppi kommt aus einem anderen Tierheim, welches wegen Platzmangels bei der Arche Noah in Gotha-Ulleben um Hilfe bat. Er ist ein Pfundhund, zu dem sich keiner Besitzer gemeldet haben. Struppi ist eine ganz liebe Schmusebacke, die unbedingt ein Menschenrudel für sich braucht. Er spielt sehr gern und lernt mit Begeisterung. Struppi braucht Menschen, die sich mit ihm beschäftigen, aber auch immer wieder Zeit für ein Schmusestündchen mit ihm haben. Leider weiß niemand im Tierheim, wie Struppi mit Kindern klarkommt. Das müsste man ausprobieren. Tierheimleiterin Katrin Mattes glaubt aber, dass es keine Probleme geben wird. Hauptsache Struppi darf dazugehören. Für ältere Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, ist der bewegungsfreudige Struppi nicht geeignet. Das würde ihm zu langweilig werden. Aber sonst passt der lustige Rüde zu allen Menschen. Struppi hat die richtige Größe für eine Wohnungshaltung. Natürlich mit genügend Ausgang. Gibt es im neuen Zuhause Hof oder Garten, ist das natürlich immer schöner. Struppi wurde im Tierschutz gechippt und geimpft. Es wäre doch schön, wenn ihn zu Weihnachten auf einen schönen weichen Hundekissen der Duft von Gänsebraten in seine Hundenase steigen würde.